Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Annika Metzner hier. Ich wollte heute ein paar Gedanken teilen. Ich bin heute im dritten Tag des Workshops Mindset Shift, Berufung erfolgreich leben. Und das Thema von heute ist die Angstbarriere. Und es hat total gut gepasst heute Morgen, dass ich privat hier Erfahrungen gemacht habe, die einfach so gut dazu gepasst haben. Und das wollte ich gerne hier mit dir teilen, falls das für dich in deinem Leben auch gerade vielleicht hilfreich ist. Meine Tochter, sie ist 9, ist heute das erste Mal auf Klassenfahrt gefahren für 3 Tage. Und sie ist heute Morgen früh wach gewesen, war super aufgeregt und hat schon komplett fertig hier gesessen. Und als wir dann bereit waren, loszufahren mit dem Köfferchen und ihrem Rucksack, saß sie im Auto und hat gesagt: Mama, ich habe Angst, und hat aber dabei gelacht und ist total lebendig gewesen. Und ich habe gedacht: Spannend. Und dann habe ich gesagt: Ah, was du beschreibst mit dem Wort Angst, ist Aufregung. Ein kribbeliges Gefühl, ein Nichtwissen, wie es wird. Und ich dachte, das ist so passend, dass ich heute im Workshop das Thema Angstbarriere habe, denn das ist genau das, was es ist. Das Einzige, was wir mit Angst beschreiben, ist: Ich weiß nicht, was kommt. Das heißt, diese Angstbarriere ist die Trennung zwischen: Ich sehe, was ich habe hier in meinem Leben, ich sehe, was ich bis gestern kreiert habe, und ich weiß nicht, was morgen kommt. Es ist die Angst vor dem Unbekannten, diese Aufregung vor: Ich weiß nicht, was sein wird. Das heißt, es ist eine Trennung zwischen sichtbar und unsichtbar. Und jetzt ist unser System so ausgelegt, dass es uns schützen möchte, ja, dass wir unser Überleben sichern. Das heißt, alles, von dem wir keine Ahnung haben, wie es ausgehen wird, lieber mal Vorsicht, ja, lieber mal auf Nummer sicher gehen. Aber de facto ist es so: Du weißt nicht, was hinter dieser Barriere ist. Da kann all das Gute sein, was du dir wünschst. Der neue Job, das zehnfach höhere Gehalt, die Fertigstellung deines Projektes, deine erfolgreiche Selbstständigkeit, die Schwangerschaft, das Kind, die harmonischen Beziehungen. Also alles, was du dir wünschst, was noch nicht in deinem Leben ist, ist hinter dieser Angstbarriere. Da können natürlich auch Dinge sein wie: Es hat nicht geklappt, ich bin runtergefallen, ich habe mich verletzt, ich habe irgendwie Geld zum Fenster rausgeschmissen. All diese Sachen können auch hinter dieser Angstbarriere sein, aber du weißt es nicht. Und wenn wir davon ausgehen, was meine Arbeit auch ist, das den Menschen zu sagen, dass wir unsere Ergebnisse kreieren, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, was dahinter ist, sondern wir verstehen den kreativen Prozess und dass unsere Gedanken diese Ergebnisse hervorrufen. Das heißt, immer dann, wenn du in deinem Leben irgendwo bist, wo du sagst: Mensch, ich spüre, oh, ich würde gerne mehr, ich bin nicht zufrieden, vielleicht bis hin sogar, dass du sagst: Ich leide. Vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo es dir nicht gut geht und wo du leidest. Das, was du suchst, ist hinter dieser Barriere, diese Trennung zwischen sichtbar und unsichtbar. Und warum ist es jetzt so tricky, diese Angstbarriere? Die zeigt sich manchmal nicht als Angst. Die hört sich manchmal an wie: Fang morgen an. So hört sich manchmal die Angstbarriere an und spricht mit dir. Oder: Komm, du kannst doch zufrieden sein. Im Großen und Ganzen ist doch dein Leben in Ordnung. Ja, du hast eine Familie, ein Dach über dem Kopf. Es gibt ja Leute, denen geht's schlechter. So hört sich eine Angstbarriere an. Die hört sich aber auch so an wie: Was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du jetzt hier irgendwie dich selbstständig machen kannst oder dass du glaubst, du könntest mehr verdienen, als du die letzten 10 Jahre verdient hast? Warum sollte das denn jetzt klappen? Du hast es doch schon versucht und es hat nicht geklappt. Das kann sich anhören wie: Ich möchte niemanden enttäuschen. Ja?
Die Angstbarriere kann sich aber auch so zeigen, dass auf einmal alle um dich herum deine Unterstützung brauchen und an dein Helfersyndrom appellieren oder dass unvorhergesehene Rechnungen reinkommen und jetzt kannst du wieder nicht in dich investieren. Das heißt, diese Angstbarriere zeigt sich in ganz vielen verschiedenen Gewändern und ist deshalb sehr, sehr tricky zu durchschauen. Und am allerbesten kann man eben mit einer Begleitung, die nicht emotional involviert ist in deine Themen, die kann draufschauen und dir sagen, was passiert. Aber das fand ich einfach so spannend heute Morgen, denn wir sind konditioniert darauf, diese Unbekannte, dieses Kribbeln als Angst zu definieren. Wir könnten auch jedes Mal, wenn wir diese Aufregung spüren vor etwas Neuem, sagen, wow, es ist Adrenalin in meinem Körper, ich habe richtig Lust, eine neue Erfahrung zu machen. Aber oft haben wir es als Angst definiert und konditioniert. Und wenn wir Kinder sind, machen wir die Dinge trotzdem. Ja? Meine Tochter ist trotzdem auf Klassenfahrt gefahren. Sie war aufgeregt das erste Mal auf der Schlittschuhbahn und hat sich trotzdem überwunden. Also wir haben in unserem Leben alle Dinge das erste Mal gemacht und wir haben irgendwann aufgehört, Dinge das erste Mal zu tun. Und diese Dumpfheit in der Komfortzone, die hält uns fest. Und immer wenn wir jetzt was Neues machen und es fühlt sich nach Aufregung an, schrecken wir zurück und sagen, oh nee, es ist irgendwie nichts für mich. Und dabei ist es einfach nur diese ganz normale Schwelle zum Unbekannten, die absolut notwendig ist, um in dein Wachstum zu gehen. Und mit Wachstum bist du nie fertig. Mit Wachstum sind wir im ganzen Leben nicht fertig, so wie alles in der Natur. Was wächst, gedeiht, sich entfaltet und sich ausdehnt, so sind wir auch gedacht. Das heißt, wenn wir aufhören, diese Barriere zu durchbrechen, in unser Wachstum zu gehen, zu wachsen und uns zu entfalten, dann bleiben wir nicht stehen, sondern wir gehen zurück in unsere Entwicklung. Denn alles im Leben fließt, alles läuft, entwickelt sich, verändert sich. Und wenn wir bleiben, wo wir sind, gehen wir de facto zurück. Ich mag diese Analogie so gerne. Du kannst nie an der gleichen Stelle zweimal in denselben Fluss einsteigen. Wenn du einen Tag später an derselben Stelle in den Fluss einsteigst, ist das ein komplett anderes Gewässer. Denn der Fluss ist weitergezogen. Ja. Das wollte ich gerne mit dir teilen und vielleicht brauchst du das gerade heute an diesem Tag, dass du etwas vor dir hast, wo du dir unsicher bist und was sich unangenehm anfühlt. Du kannst einfach, wir haben das Gesetz der Polarität, deine Wahrnehmung verändern und dir sagen, oh, ich mag dieses Kribbeln, ich mag das Gefühl, Adrenalin, yes, neue Erfahrung, Wachstum, ich komme und eine neue Erfahrung machen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Mittwoch. Und sag erstmal bis bald. Deine Annika. Ciao.